Da sind wir. Und das Fest ist in greifbarer Nähe. Hey. Mal wieder auf hier. So, also. Die Einladung in den Brief. Na dann, hau mal rein. So. Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Sehr gut. Jetzt die Briefmarke drauf. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Okay. Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Das sollte kein Problem sein. Dann nehmen wir einfach diesen Schneckenschleim, oder? Die Schnecke hat den Brief gut verklebt. Ich glaube, ich lasse sie jetzt besser ihrer Wege ziehen. Tschüss, schillernde Schnecke. Jetzt sieht man die nicht mehr wegkriechen. Schade eigentlich. So, jetzt aber. So? Wow! Die Briefmarke hat den Umschlag verdoppelt und verdreifacht. Die passen kaum noch in meinen Rucksack. Ha! Wusste ich's doch. Alte Scheiße, ey. Nicht schlecht. So, na denn, Plato, hau rein. Kannst du das für mich ausliefern? Das würde ich gerne tun. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Willst du mich verarschen? Ja, was machen wir mit dem Fahrer jetzt hier? Super. Das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun. Aber ohne mein Postfahrrad kann ich keine Post austragen. Das hatten wir doch aber schon mal gehabt, dieses Thema. Kann ich damit was anfangen am Fahrrad? Nee, ne? Wenn das da auch noch festfriert, kriegen wir das Rad gar nicht mehr frei. Oh nein. Dann lieber nicht. Okay. Haben wir denn überhaupt irgendwas? Nee, das wäre totaler Schwachsinn, das als Rad zu nehmen, oder? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Ja. Um Gottes Willen, Löffel? Nee, oder? Das muss nicht gelöffelt werden. Nee. Boah, ey. Wir haben auch nichts, was Feuer macht, ne? Aber der indische weiße Pfeffer für irgendwas ist, muss ja gut sein. Nee, ich denke mal nicht, das Stück Käse. Obwohl, ich meinte, es wäre hart. Warte mal. Nein. Könnte ich kaputt schlagen? Na, ist klar. Pfeffer wäre total Schwachsinn, oder? Das braucht keine besondere Würze. Da wäre Salz wäre ganz praktisch in dem Moment. Ach Gott. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Müssen wir jetzt wirklich den Zauberstab anwenden? Ratersuch. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Ich warte im Rathaus auf dich. Zu mich verarschen? Das war doch keine Hilfe. Alter, das war ja jetzt voll sinnlos. ja, nochmal gucken hier. Oh, um Gottes Willen, ey. Ausgabe Fach da auch schon dran, ne? Standard Markierung, schneller reißender Fluss, bla bla. Waldweg diesseits des Baches. Ja, nee, das war doch aber auch schon wieder gewesen, ne? Lecker duftende Beeren. Da komme ich nicht ran. Warum? Ja, dann lauf doch hin da. Meine Güte, ey. So. Da komme ich nicht ran. Oh. Wie bekommen wir dieses schöne Fahrrad hier frei? Gibt's doch gar nicht. Ein Stopp bringt hier nichts. Ja. Das nervt mich gerade schon so ein bisschen, ne?
Der Rater sucht, der war ja gerade auch voll für den Arsch, ey. Das hätte man auch anders machen können. Also, das ist ja überhaupt nicht schön, ey. Ah, man, jetzt Becher mit Aufdruck. Alter Schwede, ey. Keine Ahnung, wie wir jetzt fahren. Hier, ein Streichholz wäre ja gar nicht so schlecht. Das ja, Streichholzschachtel und so, ne? Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Da. Wenn jetzt irgendwie einen Weg finden, um dieses scheiß Fahrrad da irgendwie frei zu kriegen, ja. Und dieser Ratersuch, wie gesagt, der war auch voll für den Arsch, ey. Ich dachte, der hilft mir bei irgendwelchen Rätseln, aber nö. Er erzählt mir genau das gleiche, was der mir eben gerade auch schon erzählt hat. In der Folge davor. So. Wäre das wahrscheinlich besser zu erzählen. Kaffeemaschine. Können wir den Becher mit Kaffee füllen? Warte mal. Ja. Einmal heißer Kaffee. Okay. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ja, wozu war ich jetzt mitgenommen? Wenn ich da lang gehe, müsste ich ja eigentlich vorne rum wieder, genau, zu Plato kommen. Jetzt hätte ich gar nicht so weit viel Latschen brauchen, ey. Ja, der Zwerg ist noch munter. Wir gehen aber raus. Er schläft gar nicht mehr. So, zurück zur Radiostation. Vielleicht mal Plato, ja, auf Fahrrad. Siehst du, warte mal, warmes Wasser, Eis. Ja. Ja. Dürfte vielleicht funktionieren, warte mal. Na, Postfahrrad. Einmal Anjas brühend heißer Kaffee. Oh, willst du den wirklich weggießen? Anjas Kaffee ist weltberühmt und so lecker. Quack. Vielleicht können wir damit dein Rad losbekommen. Ach so? Na dann, worauf wartest du noch? Jawohl. Es hat geklappt. Siehst du, Plato? Danke, Jerry. Jetzt kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern. Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken? Jawohl. Ja, ich soll Einladungen zum Wipfelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja? Das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Nein, nein, ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter Baumläufer. Quack. Alles klar, dann drücke ich hier mal die Briefe in die Hand und dann hau rein, ne, Plato? Was ist Bescheid? Kannst du das für mich ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Quack. Dann fahr ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Klar, wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Okay. Wenn du mal in Eile bist, lasse seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Angeradelt, meine ich. Wow, danke. Das mache ich aber nicht für jeden. Also erzähl's nicht rum.
Und wohin möchtest du jetzt? Wohey! Okay. Hallo, Jerry. Na, oh, cool. Wohin soll es gehen? Ach, das ist ja cool gemacht. Vor dem Stadttor, Mauswald Stadtmitte, Gärten, Stadtrand, Eulenmaul, hinter dem Rathaus, Pfad, Baum, Wäldchen. Was soll das denn sein? Ach, das ist bestimmt da, wo die Igel sind, oder? Wiesensumpf, Radiostation. Ah, das, okay, das bedeutet quasi, dass wir da gerade sind. Okay, das ist cool gemacht. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry! Das Bis ist. Später. Das ist echt cool gemacht. Das finde ich gut. Alles klar. Rein zu der Hutu. Wir haben fertig. So. Na dann. Lass mal hören hier, Kumpelblase. Jerry, du hast die Einladungen verschickt und Blausaft bestellt. Dabei hast du einen Zwerg geheilt, die kleine Ursula gerettet. Und vieles andere erlebt. Du entwickelst dich fürwahr zu einem echten Baumläufer. Nun werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Und dann folgt das Wipfelfest. Yippie! Wir freuen uns auf Blausaft. Also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel. Naja, was musst du saufen? Seit ich denken kann, ist das Wipfelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Uhu. Und bei dem wir Hilfsbereitschaft, Familie und Mut feiern. Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein? Vorwärts, junger Haselnuss! Okay. What the fuck? Was? Was ist das hier für ein Ort? Die Halle der Schüler. Ein lebender Ort. Aus Magie geschaffen. Versteckt zwischen zwei Augenblicken. Aber soll das hier so kalt sein? Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns, nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Zu lange, wie es scheint. Was macht denn hier unten? Es ist an uns, die Tradition am Leben zu erhalten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen. Und hier wird sie enden. Alles geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald, über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume, bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verborgen. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu... Dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Heizung? Wieso klemmt das alles? Okay. Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Stimmt, hier sind alle Stile. Baumstatue. Der erste Baum. Irgendwie strahlt dieser Steinbaum etwas sehr Gutes. Und warmes aus, obwohl es hier so kalt ist. Ugh, irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Die haben wir ja schon mal kennengelernt, und zwar war das, glaube ich, die... Nein. Die erste oder zweite Folge? Wo man dieses... Das ist unmöglich. Ja, pst. Wo man dieses Rätsel machen musste mit diesen
Aber nein. Zwei Zauberern, die in diesem Handbuch drin sind, quasi... Nichts ist unmöglich. Es gehört bestimmt zu dieser Maschine. Mensch! Was die labern, ist ja der Hammer, ey. Die Schnauze halten, ey. Keine Ahnung, was das ist, aber es gibt zwei davon. Ah, toll. So, und jetzt? Was war das? Hinsetzen? Ach Gott. Wieso klemmt das alles? Maschine. Letztes Mal sieht war sie aus doch noch wie Mamas neuer Föhn. Ja, ja. Sehr lustig. Aber ich muss das jetzt zum Laufen bringen. Also, stör mich nicht. Okay? Alles klar. Krass, wie der einfach rumlabert die ganze Zeit. Ist wirklich so viel Zeit vergangen. Glasrohr mit Metallkugel. Aber das heißt ja... Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Nein. Können wir die irgendwie zusammensetzen? Das passt nicht ganz. Das passt nicht ganz. Warum nicht ganz? Weil der Knackfrosch... Jetzt. Na. Das bringt nichts. Okay. Das bringt nichts. Kann man Dauku anwenden? Mal sehen, ob das so leicht ist wie Kleingeld aus Gullis angeln. Okay. Hat geklappt. So, und jetzt? Warte mal, hält das vielleicht hier irgendwie drin? Damit bin ich fürs Erste fertig. Okay. Ist wirklich so viel Zeit vergangen. Die Maschine vielleicht? Ah, okay. Passt. Gar nicht mal schlecht. Okay. Aber das Ding läuft immer noch nicht. Ja, seid doch nicht so ungeduldig, ey. Meine Güte. Ist ja nicht zu fassen mit den Typen, ey. So. Aha. Aber jetzt lass mich mal weitermachen. Metallfassung? Hm. Okay. Die Kugel bestimmt da irgendwie rein, oder? Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Machen wir mal da. Und? Jawohl, da oben rein ins Loch, ne? Oder? Wo ist die Kugel? Sie läuft! Wunderbar! Das hast du sehr gut gemacht. Diese elektromagische Apparatur ist dem Zeitfluss entkoppelt. Sie verarbeitet Informationen aus Vergangenheit und Zukunft. Und druckt diese in Bildern auf Karten, gepresst aus dem Laub von Portalbäumen. Scheiße. Da! Darf ich sie nehmen? Natürlich. Okay. Ja, gespannt, was uns das bringen soll. Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen. Ah, ja. Wenn du sie zu lesen verstehst. Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten. Die Maschine. Ungewöhnlich. Eine weitere Karte. Was zeigt sie? Mich selber. Das bin ja ich. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Huch! Da schwebt wer! Das ist ein Geist! Ein Geist, Jerry? Ich glaube nicht. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschläft. Also nein, ich scheine ihm die Treue zu halten. Auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Marquis, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Hm, du bringst also einen Schüler.
Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Was will der schwebende Mann denn von mir? Er ist der Hüter der Portale. Deine Ausbildung beginnt. Nimm den Schlüssel, Jerry. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Wahrscheinlich wird es nicht einfach werden, ihn zu wecken. Doch bald darauf wirst du deinen ersten Zauber erlernen. Sie sind zurück. Uhu. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verloren hat. Hinter der Tür wirst du einen alten Freund von mir treffen. Auf bald. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, warum hat denn der Geist so getan, als wären wir nicht anwesend? Warum hat er dem Marquis gesagt, er soll uns sagen, dass wir ihn besuchen sollen? Wir waren doch selber da. Und ja. Dies und weitere Fragen werden demnächst beantwortet. Bis denn. Tschüss.